Ich glaube, ich bin okay. Ich muss raus. Ja. Ist das okay? Also, es wird sowieso nicht besser raus jetzt. Gut. Ne? Danke. Irgendwann muss man es aufgeben. Von der Internationalen Funkausstellung in Berlin, die Harald Schmidt Show. Heute mit Modezar Wolfgang Joop. Und Techno-Lady Marusha. Dazu exklusiv Confucius live im Studio. Musik Helmut Zerlett und Band. Und hier kommt der Berliner Bär, Harald Schmidt. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Vielen Dank. Hier in Berlin im absoluten Super-Hightech-Studio. Technisch so perfekt. Ich wünschte mir, man hätte mal hier eine Panne. Wirklich. Sensationell. Das ist die Funkausstellung. Unser großartiger Freund, wie er bei uns in der Branche heißt, Zange, Wolfgang Lippi Lippert. Sie wissen, ich habe ihn kürzlich begrüßt mit seinem Eisstand hier und das hat ein bisschen Ärger bei den anderen Kollegen hervorgerufen und ich sage, mache es heute gerne. Nicht nur Lippi hat hier auf der IFA einen Eisstand, sondern kommen Sie auch, wenn Sie hier sind, zur Würstchenbude von Max Schorzer. Ja, sehr gern. Halle 8 bis 13, Max Schorzer Barbecue Store. Es gibt eine sensationelle Meldung, eine fantastische Meldung. Deutschlands erfolgreichster Sender. Deutschlands sensationell guter Sender, RTL. Der fantastischste Sender überhaupt. Jeder Moderator träumt davon, einmal bei diesem großartigen Sender zu arbeiten. Aber ich will nicht unbescheiden sein. Ich bin zufrieden. Ja, ein bisschen Bescheidenheit, wenn das der Bundespräsident in Russland sieht, oder? Ich glaube, er weint. Ja. RTL macht eine Kneipe auf. Stellen Sie sich das vor. RTL eröffnet eine Kneipe, so nach dem Vorbild von Planet Hollywood. Sie kennen das mit Arnold Schwarzenegger und Bruce Willis und so weiter. Gibt es jetzt eine RTL-Kneipe? Und man fragt sich natürlich, wie wird die Kneipe heißen? Ja? Eine RTL-Kneipe, der Grund ist, irgendwo muss ja die alte Deko von Schreinemakers hin. Ja. Wie wird der Name sein? Denn es wird ja nicht nur eine Kneipe, so fängt man klein an, es wird eine ganze Kette. Favorisiert werden die Namen 7 Tage, 7 Töpfe oder Planet Meiser. Planet Meiser. Ich habe heute Mittag bei Hans Meiser reingeguckt. Bei Hans Meiser war heute Mittag das Thema, passend zur IFA, im Bett mit einem Promi. Ja. Untertitel Call Girls packen aus. Ganz schön mutig in einer Live-Sendung. Ha! Und ich habe gehört, ein Call Girl aus München hat gesagt, Fußballer wollen immer nur 0815-6. Hätten Sie überhaupt gedacht, dass Fußballer ins Bordell gehen? Ich war so enttäuscht. Aus München, wer geht denn da ins Bordell in München? Oder? Nein, wir kennen keinen Namen. Nicht mal Vereinsnamen. Fußballer im Bordell. Zwischen 17 und 18.30 Uhr selbstverständlich beim RTL-Restaurant Planet Meiser Happy Hour. Das heißt Getränke zum halben Preis und Eintrittsverbot für Heiner Bremer. Das, damit die Gäste nichts verschütteln. Wenn es allerdings, muss ich sagen, ich habe mich gefragt, was gibt es da zu essen in diesem Planet Meiser Restaurant von RTL? Und wenn es so ist wie ein Programm, dann gibt es ja das ganze Jahr diesen holländischen Fraß, oder? So Heringe auf der Straße, hä? Oder was man sagt, was ist denn das hier, ein Wischtuch? Ach nee, das ist das Brot. Ich esse es gern.
Ich fahr oft mal rüber nach Holland zum Schlemmen. Wirklich. Nur mit dem Essen tue ich mir ein bisschen schwer. Aber Schlemmen, na, ich liebe holländisches Essen. Und wie es zugeht, das kennen Sie aus der Werbung, nicht? Ich glaube, so nach dem Champions League-Spiel fließt dann einfach so, fliegt die Tür auf, dann kommt Marcel Reif rein und irgendeine Blondine schüttet Pilz über ihn drüber. Und man sagt, hat Gelegenheit sozusagen mit den Stars auf Du und Du einzutrinken. Die Kellner, das freue ich mich, dass ich Ihnen das exklusiv sagen darf, die Kellner sind so angezogen wie Kai Ebel. Die haben so enge Overalls, ja? Und die rennen auch so mit der Bestellung hinterher, ja? Und fragen auch zum Teil, Michael, ganz kurz, warum mussten Sie schon vor dem Dessert weg? So ein kleiner Boxenstopp. Und das Motto der RTL-Restaurantkette, ganz fantastisch, heißt, Thomas, hier kommt der Genuss. Ich habe etwas sehr Faszinierendes gelesen. Heute Morgen im Spiegel, und zwar der Kinsey-Report. Sie wissen, die große Sexstudie für China. Und chinesische Männer haben laut diesem Report angeblich sehr wenig Ahnung von Sex und haben überhaupt nur 5-mal im Monat Sex. Chinesische Männer haben nur 5-mal im Monat Sex, deswegen nennt man sie auch die Österreicher Asiens. Und wenn Sie sich fragen, welche Praktiken gibt es beim chinesischen Sex? Es gibt natürlich in China auch Sadomaso, heißt da aber süß-sauer. Ja. So, Schatz, mach mal einmal die 23. Hier auf der Speisekarte. Ich habe mich gefragt, wieso brauchen Chinesen Sex? Die fahren doch Fahrrad. Erinnere ich mich gern. Meine Lieblingsnummer war lange Zeit, am Berg hoch im Stehen die Kette rausspringen. Übrigens, eine Sache ist in China verboten, die in Deutschland und speziell bei mir und im Freundeskreis und im Team sehr beliebte Hundestellung. Sie wissen, das ist in China verboten, denn natürlich ist Sex mit Lebensmitteln strafbar. Ja. Und wir alle kennen, glaube ich, Typen wie Antonio Banderas. Oder Julio, weiß nicht was, den Ex-Lover von Naomi Campbell, der Latin-Lover. Und es gibt auch sowas wie den Latin-Lover, den Asian-Lover. Wissen Sie eigentlich, wie der Traum-Lover in Asien heißt? Der Typ, von dem alle Frauen in Asien träumen, er heißt auf Chinesisch Hat So ein Ding. Wir bleiben weiter so wissenschaftlich anspruchsvoll. Falls Sie das für sich zu Hause aufzeichnen wollen, jetzt den Videorekorder bedienen, denn hier ist unser Kinsey-Report. China, geheimnisvolles Riesenreich, Land der aufgehenden Sonne. Jahrelang tappte die Wissenschaft im Dunkeln. Jetzt ist es endlich raus. Auch Chinesen haben Sex. Und nicht etwa nur ab und zu mal. Nein, unsere kleinen gelben Freunde können von der Pimperei gar nicht genug bekommen. Der chinesische Sexualwissenschaftler Feng Hinten brachte es jetzt in einer aufsehenerregenden Studie ans Licht. In China wird 24 Stunden am Tag geknattert, dass das Reisfeld wackelt. Der neue Trend schafft neue Stars. So hat sich dieses Duo mit seiner neuen CD an die Spitze der Charts katapultiert. Die beliebteste Stellung in China ist übrigens, wie bei uns, die Missionarsstellung. In China heißt sie allerdings Pop Sui. Überhaupt ist dort einiges anders als in der zivilisierten Welt. Eine der erstaunlichsten erotischen Techniken heißt, der pudelnackte Kranich schöpft Wasser. Dabei kniet der Mann vor einer gefüllten Wanne und wartet auf eine Erektion. Diese Prozedur kann oft Tage dauern. Bei einer frechen Variante dieser Spielart setzt sich der Chinese eine Küchenlampe auf den Kopf und hüpft bis zur Ekstase durch die Wohnung. Die chinesische Königsstellung ist aber ohne Zweifel, der Drache lässt die Schwarte krachen. Sehen Sie selbst, das werden Europäer niemals lassen. Wir alle haben es gesehen. Und Sie wissen, ich sage ja zur plastischen Chirurgie. Ich werde mich demnächst selbst unterziehen und 1,5 Jahre dafür beurlauben lassen. Und das Fantastische ist, es sieht ja aus wie echt, dieses Silikon, oder? Haben Sie mal rangefasst? Viele fassen ja oft dran und merken es gar nicht. Und jetzt heißt es, diese Dinger können
sehr gefährlich werden. Und Hersteller in Amerika zahlen freiwillig 2 Milliarden Entschädigung, um Prozessen aus dem Weg zu gehen. Weil es verrutscht oder es platzt. Und ich kann es nicht ganz verstehen, weil warum lassen sich Frauen wirklich? Ich glaube, da sind auch wir Männer mit dran schuld, die wir da einem solchen falschen Frauenbild huldigen. Auch in der Werbung. Warum lassen sich Frauen wirklich solche Kunststoffteile in die Brüste implantieren? Ich verstehe es nicht. Es gibt doch genug normale Weiber mit so dicken Titten. Das ist sehr ungesund, ne? In Mallorca, ja? In Mallorca bin ich teilweise sogar mit dem Handtuch 2 Plätze weitergerückt, weil ich gedacht habe, wenn das links neben mir platzt, will ich nicht zumindest noch die Trümmer abkriegen. Ganz gefährlich. Ja. Ich selber würde nie Silikon nehmen, schon aus politischen Gründen und der Umwelt zuliebe, sage ich ja zur guten alten Hasenpfote. Wirklich. Und wenn Sie Silikonopfer sehen wollen, bei denen es ganz gefährlich geworden ist, schauen Sie sich bitte unseren erschütternden Bericht an. Mein Gott, welche Talkshow hat die eigentlich? Oder? Gar nichts. Meine Damen und Herren, heute lohnt es sich besonders, wenn Sie sozusagen, ja, wie sagt man, wach bleiben. Denn wir haben was für den Kopf. Etwas ganz Fantastisches. Wir haben 2 super schwere Bilderrätsel, die ich Ihnen jetzt mal zeigen möchte. Eines ist das hier. Ja? Ich zeige nur mal ganz kurz, wie es nachher präsentiert wird. So, aber nicht, damit Sie jetzt schon raten. Und das zweite ist noch schwerer und riesig lang. 2 ganz schwere Bilderrätsel. Und dann haben wir für Sie, passend zur Funkausstellung hier in Berlin, die Frage beantwortet, woher kommt hier eigentlich die viel besungene und zu Recht so viel gepriesene Berliner Luft? Ich glaube, das wird alle Berliner echt freuen. War? Kommt gut an, so ein guter Dialekt. Super, Dialekt. Das ist einfach das Berlin. Papier haben wir hoch! Wir alle kennen den Klassiker von Paul Linke. Das ist die Berliner Luft, oder? Das ist die Berliner Luft, Luft. Ja, das ist Berlin. Ja, das kennen wir alle, meine Damen und Herren. Wie gefällt Ihnen diese Geste? Das kennen wir alle. Aber woher kommt sie? Die berühmte Berliner Luft. Meine Damen und Herren, liebe Kinder, hier ist für euch, für Sie, unsere Auflösung. Hier kommt mit Schmackes die Berliner Luft. Für mich überraschend, aber sehr logisch. Ich habe mir schon 2 Kanister voll machen lassen, meine Damen und Herren. Jetzt aber nach diesem eher intellektuellen Scherz etwas, bei dem wir alle mitraten können, unser Bilderrätsel. Das ist das erste Rätsel und es geht um etwas sehr Berühmtes, ein weltberühmtes Zitat. Ich bin ein Berliner. Ja, da kam es schon vom Konrektor der Freien Universität Berlin. Nach vorne geblökt für Sie zu Hause die Auflösung. Ich bin ein Ina Deta. Ja? Ich bin ein Berliner.
Und hier das Rätsel Nummer 2 im Schwierigkeitsgrad, passend zu unserem heutigen Gast aus der Welt der Mode, Schwierigkeitsgrad XXL. Es geht, oder wie man, et geht, um ein Berliner Original. Oder der Fluss, der uns alle zusammen geschweißt hat in diesem Sommer. Oder, ja, da habe ich es gehört, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Momper. So, das hier, Walter Momper. Betreibt ja eine Rikscha tagsüber auf der IFA. Viele werden sich noch an ihn erinnern, den großartigen ehemaligen Regierenden. Schauen Sie. Oder, aber ohne O. Ja, also der Haupt Wolfmann Mann. Dann das hier. Hat man mir gesagt, ist das richtig? Das ist das Zeichen für Phon. Sie wissen es auch nicht, dann können wir Ihnen das sagen. Das ist das Zeichen für Phon. Ja. Jetzt wird's für die Billardspieler. Q. P. Werner und Nick. Nick. Der Hauptmann von Q. P. Nick. Nick Nolte. Nick Nolte. 3 Jahre lang der erste Mann von Claudia Nolte. Damals in L.A. Wir werden so oft gefragt, sagt mal, diese Harald-Schmidt-Show, die uns jeden Abend so viel Freude macht, die wir immer im Familienkreis anschauen, eine Show, die ohne Plattitüden und Zoten auskommt. Wie entstand eigentlich diese Sendung? Wie war das damals, als diese Sendung erfunden wurde? Und ich habe in den Archiven gewühlt. Und ich muss sagen, es war auch für mich erstaunlich, noch einmal zu den Wurzeln unserer Familiensendung zurückzukehren. Und ich bin stolz, dass gerade in dieser großartigen Stadt Berlin die Wurzeln auch unserer Sendung liegen. Und lassen Sie mich eine Edith Zimmermann-Bewegung machen, wenn ich sage, schauen wir gemeinsam, wie alles begann. Die Geschichte Berlins ist untrennbar verbunden mit der Geschichte der Harald-Schmidt-Show. Denn hier begann alles in den goldenen 20er Jahren. Damals herrschten Sodom und Gomorra in Berlin. Wie so viele zog es auch den jungen Harald Schmidt aus der Provinz hierher, um sein Glück zu machen. 1 Pfund Butter kostet mittlerweile 23 Billionen Reichsmark. Es würde mich nicht wundern, wenn es mittlerweile schon 521 Billionen kommt. Hör mal, was soll denn der Lärm? Das ist hier mein Revier. Harald Schmidt und Helmut Zerlett. Der eine ein aufstrebender Conferencier, der andere ein zwar kleiner, doch lautstarker Musiker. Bei diesem Zusammentreffen begreifen sie, dass das Schicksal mit dem Zaunfall winkt. Sie tun sich zusammen und ziehen eine Varieté-Show auf. Das bekannte Berliner Bumslokal Senfbulette gibt ihnen nach langem Getingel eine Chance. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Doch der Erfolg ist eher mäßig. Berlin ist noch nicht reif für den bizarren Humor dieser beiden Erzschelme. Sie schlagen sich in den nächsten Jahren weiter durch. Doch in den 30er Jahren passiert ihnen ein kleines Missgeschick. Im Suff stecken sie mit einer weggeworfenen Zigarre den Reichstag in Brand. Sie müssen ins Ausland flüchten und arbeiten in Hollywood, erst als Berliner Taxifahrer, dann als das Komikerduo die Schmidt Brothers, hier in einer Szene mit Inge Meisel. Kaum zu erkennen, was? Doch die Liebe zu Berlin, sie hält ein Leben lang. Kaum ist die alte Reichshauptstadt wieder von den Nazis befreit, organisieren die reich gewordenen Komiker eine Luftbrücke und werfen 1948 Witze über der Stadt ab. So entsteht der Berliner Mutterwitz. Danach tun Schmidt und Zerlett 13 Jahre lang nichts anderes, als sich an Berliner Weiße mit Schuss dumm zu saufen. Jetzt sind sie reif für die Harald-Schmidt-Show. Und natürlich senden sie aus ihrer Lieblingsstadt. Ich glaub, ich spinne. Das ist live aus der Senfbulette in Berlin, die Harald-Schmidt-Show, wa? So war das damals. Und wie an jedem Tag, auch heute, meine Damen und Herren, hier in Berlin, ich sage ja zu deutschem Wasser.
Maruscha und Wolfgang Job heute Abend bei uns. Und ich habe beide schon begrüßt. Beide sehen fantastisch aus. Maruscha kenne ich ja schon eine ganze Weile. Und Wolfgang Job habe ich heute zum ersten Mal gesehen. Er sieht atemberaubend aus. Oder wie man in seinem Job sagt, breathtaking. Absolutely cool, meine Damen und Herren. Ich muss wirklich sagen, kann ich mir mal ein Beispiel nehmen. Er hat mir auch schon ein paar Tipps gegeben, was muss er nachher noch mal live machen, wie man sozusagen ja, das Optimum aus sich rausholen kann. Und ich bin eigentlich so wie bei Basler, erst bei 60%. Oder? Hallo, meine beiden aus der Hans-Meiser-Show. So, jetzt, meine Damen und Herren, hallo, schön. Es ist soweit. Die Megastars, meine Damen und Herren des Kinzie-Reports, heute Abend live auf dieser Bühne. Entspannen Sie sich, öffnen Sie sich für die Weisheiten aus dem fernen Osten. Konfuzius sagt, das macht die Berliner Luft, Luft, Luft. So mit ihren Hoden Duft, Duft, Duft. Wo nur Sätten was verpufft, Puft, Puft. In dem Duft, Duft, Duft. Soweit, meine Damen und Herren, mein erster Gast heute Abend. Ich werde oft gefragt, was sind eigentlich Wunschgäste? Und er ist bei mir in der Liste ganz, ganz, ganz oben. Wir haben fast 2 Jahre warten müssen, bis es geklappt hat. Heute Abend ist er hier bei uns. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie bitte Wolfgang Job. Das ist großartig. Dankeschön. Es hat wirklich sehr, sehr lange gedauert, aber Sie haben natürlich ein bisschen was anderes zu tun, als wahrscheinlich in so kleinen Familienshows rumzusitzen, ne? Ja, die meisten Leute glauben gar nicht, dass ich was nebenbei tue. Wirklich? Ja, ja. Ich bin eigentlich schon viel zu oft in diesen Shows. Wirklich? Aber eigentlich machen Sie doch eher rar. Also ja, na, ich weiß nicht. Man wird sehr schnell overexposed. Aber ich habe eben schon zugeguckt draußen. Ich glaube, der Höhepunkt der Sendung ist so schon überschritten. Jetzt können wir ganz relaxed sein. Der Höhepunkt der Sendung? Ist der Kinzie-Report aus China? Ja, nein. Ich fand eben auch die Bene, ne, von Marlene. Ja, die Vene von Marlene. Ja. Für Sie ist das ja eigentlich doch ein bisschen Heimspiel, oder? Sie leben zumindest teilweise des Jahres in Potsdam? Ja, nicht ganz. Ich bin zu Besuch in Potsdam das erste Mal, seit 10 Jahren eigentlich, etwas länger. Sonst war ich die ganze Zeit in New York gewesen. Die ganze Zeit in New York? Ja, weil ich dachte, in New York finde ich den Berliner Witz wieder, den ich hier eigentlich vermisst hatte. Aber jetzt bin ich über die Wurzeln der Heimat gestolpert und habe den Witz wiedergefunden. Wie ist das in New York? Ein Kollege von Ihnen aus der Branche hat mir gesagt, der Wolfgang, der lässt es jetzt in New York krachen. Wer war denn das? Golda Meir, oder? Aus München. Nein, aber ist das so? Ist New York wirklich für einen Künstler, für einen Modezar das, wo man sagt, da kommt man auf Ideen, die man hier bei uns in der Provinz doch nicht hat? Na, New York ist in jeder Beziehung etwas weiter. In der Katastrophe und in den guten Dingen. Was wir heute eigentlich sehen, kommt ja sowieso alles irgendwann aus Amerika. Ja. Die Rassenkonflikte, die Drogen, das Sportswear, Active Sportswear, den Cultural Mix, wie man das heute nennt, das kommt ja alles daher. Was ist das mit Potsdam? Das irritiert mich. Ich dachte wirklich, Sie haben da ein schönes Haus. Da sind Sie geboren. Ja. Aber da gehen Sie schwimmen jeden Tag. Da gehe ich jeden Tag schwimmen. Im Heiligen See. Ich dachte, ich werde meine Seele reinigen da. Und wie ist das denn, wenn Sie da schwimmen gehen und gar nicht da sind? Also ich meine, Also, mancher schwimmt auch, wenn er da ist. Sie waren da. Ja, ja, ja. Sie stählen Ihren Körper. Naja. Also, Joan Rivers, eine Kollegin von Ihnen, hat mal gesagt, wenn der liebe Gott möchte, dass ich Sport mache, muss er mir Brillanten auf den Boden schmeißen. Wirklich? Ja. Das wäre die Bewegung, wo man sich einfach so... Ja. Aber ich meine, jetzt bin ich ja nur Großvater geworden. Und jetzt kann ich mich langsam aufs Alter vorbereiten. Und da gucke ich immer nach dem Alterssitz überall. Ne? Wirklich? Ja, ja, aber Sie haben doch, jetzt mal ganz ehrlich, sind Sie jemand, was ich bewundere, wenn ich Artikel lese, die Sie schreiben oder wenn Sie Interviews lesen, Sie haben eine Ironie, Sie haben eine Distanz zu sich selbst, Sie haben ein sehr, sehr
skurrilen Humor und so weiter. Haben Sie denn Probleme mit dem Alter? Ich meine, wenn man so aussieht mit 52, dann kann man doch stolz sein. Ja, das ist doch wahr, oder? Ja, schaut mich an, ich bin 40 und verwelkt. Sie haben kein wirkliches Problem damit. Nein, ich habe, ob man ein Problem hat mit dem Alter oder keine, da nimmt das Alter keine Rücksicht drauf. Nicht wahr? Ja. Das kommt sowieso. Und ich finde es so wie Gäste, auf die man nicht eingestellt ist, egal ob man putzt oder nicht, die kommen trotzdem. Ja. Und wenn sie zur Hintertür reinkommen, ist auch egal. Und was ist das für ein Geschenk, was Sie da für mich haben? Das ist eine Premiere. Wirklich? Eine Premiere, ja. Mich lässt das mit dem Schwimmen nicht los. Wie ist es denn? Wenn Job schwimmt, steht dann Job auf der Badehose? Nee, dann kocht das Wasser. Dann kocht er. Ich spiele den Tauchsieder hier in Potsdam. Ja. Was trägt Wolfgang Job für eine Badehose? Also, wenn ich ganz ehrlich bin, meistens die, die ich irgendwo finde. Denn wenn da irgendwo Job draufsteht, mein Parfum ist es so, oder bei der Badehose oder bei der Brille, sagt, kann ich die haben? Sagen Freunde, kann ich die haben? Ja. Bist du auch wieder, ne? Ja. So. Aber ich kriege bei Job keine Prozente, deswegen besorge ich mir was woanders, hin und wieder. Badehosen, die Sie finden? Ja, na klar. Ist das denn nicht ein bisschen, sag ich mal, jetzt von der... Unhygienisch, ja. Mhm. Ja, dann... Oder? Ja, dann dürfte man auch nicht an den Antiquitätenladen gehen. Auch unhygienisch, ne? Ja? Ja. Dann ziehen Sie die einfach so an oder hauen Sie einmal durch Sakrotan? Nee, das ist, also, ich hoffe immer, dass es schon gewaschen ist, dass andere Leute sauber sind. Ist das jetzt kein Witz? Sie schwimmen in gefundenen Badehosen? Die Wahrheit ist immer, die Wahrheit ist meistens viel komischer als die Witze. Hey, das ist ja fantastisch. Das ist What About Adam. Genau. Das können wir ruhig mal zeigen. Das ist ja keine Werbung, sondern das ist auf... da wird eigentlich der Standort Deutschland ein bisschen gesichert. Ja, What About Adam? Außerdem ist es noch nicht auf dem Markt. Also kannst du gar nicht dafür werben. Es kommt. Ja, yes. Es kommt. Ist kommt. Das sozusagen... Das ganz neue Parfum. Das ist aber schon mal eine Flasche, die einem als Mann in der Hand liegt, genau. Oder? Etwas Falles. Ja. Schauen wir mal hier. Die ist leicht verdickt. Das ist ohne Toilette. Erfolgreiche Dinge kommen mir immer bekannt vor. Ja, absolut, absolut. Ist das sozusagen die männliche Linie zu All Eve. About Eve? Genau. Kann ich mir das mal drauf? Ja, bitte schön. Also es gibt noch kein Geruchsfernsehen. Dann würde man riechen, dass es nach Tomatenblättern riecht. Ah, es hat aber was. Es ist ein Duft, der mir... Es ist Frühling. Ja. Es ist leicht. Mhm. Es hat aber auch ein bisschen was Schmutziges auf der zweiten Ebene. Oder? Man riecht an sich selber. Nicht schlecht, ne? Es muss ein bisschen vermischen. Ja. Also, ich glaube, wenn eine Sache nicht ein bisschen nach Sünde riecht, dann ist es auch langweilig. Dann ist es absolut langweilig. Das ist also, das wird ja auf den Markt kosten. Liegt das in einem Preis, also 70, 80 genau. Mark? Wissen ja, ich schätze so. Das sollte es einem aber wert sein. What About Adam? Wir haben hier die Fotos zur Kampagne. Ja. Ich meine, die Kampagne ist wahnsinnig. Das überrascht Sie. Ja, mich auch. Ich sehe die gerade hier liegen. Ja. Und wir zeigen mal hier. Hier wird nicht geprotzt mit Großaufnahmen. Zwei halbe Gesichter tun es auch. Ja. Ist das richtig, dass Sie erst mal 1 Million investiert haben und dann gesagt haben, weg mit dem ganzen Schrott? Ja. Das ist so ein Problem gewesen, weil Adam und Eva waren ja nur die ersten Menschen und sind eigentlich der Prototyp. Und Eva ist natürlich ein bisschen besser als Adam, weil da hat der liebe Gott ein bisschen mehr Zeit gehabt, nicht? Ja. Und dennoch musste man sich überlegen, wo ist das Paradies? Sie hören, wache junge Frauen. Können wir die Dame mal zeigen, die geklatscht hat? Eine Job-Kundin. Hier in dem grün, gelb, orange, schwarz gepunkteten T-Shirt. Ja, und als ich nicht wusste, wo das Paradies ist, wusste es eben auch keiner. Ja. Und da hatte ich gedacht, es muss eigentlich irgendwo sein, wo wir es nicht verloren haben, sondern dass wir es wiederfinden wollen. Ja. Ist das richtig? Ist das richtig, Sie mussten ein Model rauswerfen, weil die musste zur Entziehungskur? Ja, ich musste sie nicht rauswerfen, sie kam einfach nicht, weil sie auf Entziehungskur war. Ja. Und dieses Mädchen ist komischerweise die Tochter meines Autohändlers in Hamburg. Dada Held heißt sie und ihre Eltern haben sie nach der Kunstrichtung Dadaismus Dada genannt. Aber sie wirkt gar nicht so irre wie die Kunstrichtung, sondern ganz geradeaus und ganz normal. Ja. Und das ist eigentlich auch der neue Trend bei Models. Wir wollen eigentlich nicht mehr diesen I don't give a shit look, sondern dieses ich gebe mir wieder Mühe. Ja. Ich gebe mir wieder Mühe, ich habe ein Ziel, ich habe einen Plan. Wenn unsere Politiker das schon nicht haben, sollten die Models den jetzt haben. Ich finde auch, dass Models irgendwie mehr in die Politik sollten, oder? Finde ich auch. Das hilft. Also manchmal habe ich das Gefühl, manchmal das Gefühl, es sitzen schon Models in der Politik. Das ist so. Ja, so. Diese, mehr so für diese Heroin-Schick oder wie das Ich habe das Gefühl, es sitzen Models in der Politik, weil denen auch nichts einfällt. Ne? Ja, das gefällt mir bei Ihnen. Sie riskieren immer mal... Ich habe im Stern ein Interview mit Ihnen gelesen, das war großartig, wo Sie gesagt haben, diese Moderedakteurinnen sehen alle schlecht gevögelt aus. Ja. Das sagt doch sonst... Ja. Das sagt doch sonst keiner offen.
oder? Ja, die anderen sehen die Moderedakteurin ja auch nicht so oft wie ich. Ne? Aber ja. Ich meine, vielleicht erbarmt sich mal eine. Ist das denn so dramatisch? Und wie reagieren dann, kommen Sie, ich meine, die Frauen sind... Die Moderedakteurin fand das nicht so komisch, aber sie haben sich alle getroffen bei uns auf dem Stand, komischerweise, und haben sich alle wiedererkannt. Sie trugen alle schwarz. Ja, sie sind alle also, schwarz angezogen. Ja, ich meine, das ist ja auch eine bequeme Nummer, das schwarz zu tragen. Das sieht ein bisschen gefährlich und gleichzeitig intellektuell aus. Und ja, gleichzeitig sieht es aber auch aus, als wären alle auf der kollektiven Beerdigung. Ja. Ja und ich meine, wer soll denn sich denn da als Retter... Der ist das so hart? Ist ja. Das denn in der Modebranche auch wirklich so ein Fleischmarkt, dass man irgendwie eigentlich nur an Sex denkt? Oder? Das glaube ich nicht. Nee, ich finde, dass die Modeszene eigentlich ziemlich asexuell ist eigentlich. Aha. Denn ich meine, wenn einer Sex verkaufen muss in Magazinen oder in Anzeigen oder in seiner Kollektion, dann ist es ja halt schon weg, wenn es verkauft ist, nicht wahr? Ja, ich finde das so faszinierend, dass Sie sagen, ich gehe mir ein Auto kaufen, da hat der eine hübsche Tochter, das ist mein Model. Also so von 0 auf 100. Sie haben noch eine junge Kollegin hier, ja. Die Sie in Potsdam entdeckt haben. Ja, und da bin ich auch besonders stolz drauf. Ja. Das sind so die Gesichter der Heimat und die sind für mich eben auch ganz wichtig. Das ist die Franziska aus Potsdam und sie verkörpert genau wie die Dada so einen neuen Modeltyp, der eigentlich wieder erzogen, gebildet aussieht, der Haltung hat und nicht irgendwie so, ja, diese Schmuddeligkeit von gestern. Werden viele Eltern aufatmen. Ja, komischerweise, wenn man sich länger in dieser Szene bewegt, die ja so trendy sein will und gleichzeitig denken die Leute, was Trend bedeutet, auch schlechtes Benehmen und keine Erziehung und sowas. Ich finde ganz einfach, es macht das Leben unglaublich schwer, wenn die Leute keine Erziehung haben. Und man eckt einander an und man verbraucht sehr viel Zeit. Ist es richtig, dass Sie die neue, ganz große Kampagne mit Claudia Schiffer starten? Ja. Das ist ja auch so eine Frau, zum Beispiel, ich meine, wir machen hier Witze über Claudia Schiffer und David Copperfield. Okay, ja. Aber es ist ja unbestritten, dass sie ein wirklicher deutscher Weltstar ist, dass sie hervorragend aussieht und eine Riesenkarriere gemacht hat. Jetzt geht es in Deutschland wieder los mit der Erste, der damit angefangen hat. Ich war bei Lagerfeld, der sie runtergeputzt hat und so weiter. Kennen Sie eigentlich Lagerfeld? Ja, natürlich. Wie kennen Sie ihn persönlich? Oder? Ja, ich kenne auch persönlich. Ja, wir kennen uns alle persönlich. Wie ist das Verhältnis und zwischen Ihnen und Lagerfeld? Also, Herr Lagerfeld sehe ich so als meinen Lehrer an. Ich sehe es in seinen Interviews immer, dass er mich korrigiert. Also mein Benehmen kritisiert, meine Äußerung kritisiert. Und das bin ich sehr dankbar für, denn wer gibt sich schon die Mühe? Ja. Hm? Aha. Und Jill Sander? Na, Jill Sander ist verbal nicht so geschickt, aber sie... aber sie hat jetzt... aber ich habe gelesen, dass sie Frauen Halt gegeben hat ohne Schulterpolster. Und das finde ich wirklich großartig. Fantastisch. Ja. Das haben bestimmt 4 Redakteurinnen kniend gesagt, ja, oder? Ich finde es wirklich großartig, wenn manche Leute ihren Beruf so als kleinen Katechismus sehen. Ja. Den man so nachsprechen kann und den man sich selber sehr oft vorspricht, dann spricht man es nach. Aber eigentlich geht es ja nur um Klamotten, nicht? Und Klamotten heilen die Welt nicht. Stimmt es eigentlich, dass Jill Sander in Wirklichkeit Heidi heißt? Da fragen Sie doch selbst. Ja, habe ich mal gehört. Ich soll hier keine Geheimnisse haben. Aber jetzt, ich bin sehr gespannt. Sie sollen eine Männerlinie rausbringen. Mhm. Sehr androgyn, also das schreit nach meinem Körper, glaube ich, oder? Ja. Also, so also. Schmal und hier so einfach nicht mehr, oder? Ich meine, manche Leute haben große Verdienste. Ja. Haben große Verdienst darin, dass man im Büro nicht sexuell verfolgt wird. Und dazu gehören so manche Designer. Also ich würde sofort kündigen, ehrlich gesagt. Wenn wirklich? Ich nicht sexuell verfolgt würde. Wenn Sie nicht sexuell, ja. Das ist der Film, großartig. Mal Hand aufs Herz. Mhm. Nicht sexuell verfolgt, ja? Sex. Wie, zum Beispiel Lagerfeld sagt ja immer, er hat seit, glaube ich, 30 Jahren keinen Sex mehr. Mhm. Ja? Welche Bedeutung... Das glaube ich aber nicht. Ich glaube, der macht Oralsex, der isst viel. Ach so. Ja. Ja. Mhm. Einmal am Tag kommt der Fächer runter. Ja, ja, klar. Und wie ist das bei, welche Bedeutung hat Sex in Ihrem Leben? Ist das der normale, gepflegte Kuschelsex, wo man eine schöne CD auflegt? Oder ist das die harte Nummer irgendwo in der Limo hinten drin in New York? Wie ist das? Also, ich bereite mich jetzt mehr für das Übersinnliche vor. Nicht wahr? Tatsächlich? Ja, ja. Denn ich finde, jetzt muss man das auch mal irgendwann wissen, wenn man in der Beziehung so ein bisschen peinlich wird. Nicht? Ich finde, so bestimmte Stellungen, von denen ihr gerade vorhin gesprochen habt, da macht man immer Aua und Ach und irgendwie. Und dann hat man das Gefühl, irgendwie der Kalk rieselt aus den Knien oder so. Also. Ja. Und außerdem finde ich das Bettenbeziehen hinterher so elastisch. Bitte das Bett? Dass man hinterher mit die Betten beziehen muss, ist doch furchtbar, ne? Also wirklich. Die ganze Einrichtung ach so, die Betten mit dem wilden Sex ist die ganze Einrichtung zerstört. Sonst passiert ja nichts. Ja, also Sex ist entweder langweilig oder tut weh. Also
Das ist mir zu viel. Ich habe mal einen Bericht über Sie gesehen, 16 Minuten, großartig auf Vox. Das hat mich zutiefst beeindruckt. Sie lagen auf dem Parkett, liegend, ja, und haben ausgestreckt ein Interview gegeben und sowas. Ist das auch ein bisschen, sage ich mal, der Geschäftsmann, der geniale Selbstvermarkter Job? Oder empfindet man sich das so, dass man sich einfach hinlegt und sagt, filmt mich? Also nee, ich glaube, so ist das alles gar nicht. Ich glaube, dass das Publikum oder wer auch immer, der Endverbraucher, sagen manche in meiner Branche auch, ja, heute ganz genau wissen, was echt ist, was falsch ist. Die sind immer intelligenter geworden, leider. Man betuppen kann man die überhaupt nicht. Und die merken ganz genau, was echt ist. Das war auch der Erfolg, wenn man so will, von Prinzessin Diana, dass man ihr die Dinge glaubte. Ja. Und auch ihre Verletzbarkeit, ihre Verletzlichkeit hat sie gezeigt, ohne Scheu. Und gleichzeitig hat sie Illusionen geliefert und war Idol. Und das kriegt man nur hin mit viel Mut und Tapferkeit. Jetzt nochmal zurück zu Claudia Schiffer. Sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen. Ja. Sie sagen also, pfeif auf diesen Trend und ich beteilige mich nicht an diesem auch typisch. Ich bin der Rächer der Blondinen. Ja. Ja, sehr gut. Wie ist Claudia Schiffer privat? Ich glaube, das ist einfach, dass sie aus dem Model-Status längst hinausgewachsen ist. Also sie ist nicht mehr verfügbar in dem Sinne, wie meine Kollegen das so gerne machen. Tritt mal auf und tritt mal ab oder so. Sondern sie entscheidet das selbst. Und sie ist eine Persönlichkeit, an der man nicht vorbeischauen kann. Und sie ist nach Prinzessin Diana die meist fotografierte blonde Frau der Welt. Und haben Sie schon eine Vorstellung für das Konzept? Wie ja, das Konzept ist einfach so, dass ich mich ohnehin verabschiedet habe von diesen ganzen Retro-Trends. Denn jeder Retro-Trend hat heute so ein bisschen Ironie eigentlich. Und Distanz und Sarkasmus. Denn uns fehlt natürlich die Naivität des Beginnens. Die 50er Jahre und 60er Jahre zum Beispiel, die so einen Futurismus hatten, die 60er Jahre waren aber naiv. Da dachte man, Forschung, Technik ist was Tolles. Inzwischen haben wir Angst davor, aber jetzt sage ich eins, nur mit Technik kommen wir aus dem Dilemma wieder raus. Also ist mein Trend Futurismus, Modernität und Stärke. Und nicht mehr irgendwie ein verpulter Reminiscence von gestern. Also der gestrige Look ist vorbei für mich. Absolut. Ja. Ist das eine Kritik an mir? Nein. Nein, nein, aber es gibt einen Satz, den ich sehr schön finde, der heißt, Memories are designed to fade. Das heißt, Erinnerungen sind dazu gemacht, dass sie verblassen. Ein wunderbarer Satz. Ich würde fast mit diesem Satz gehen, aber ich muss noch eines wissen. Ja. Monte Carlo. Mhm. Ja? Da sind Sie während der Wintermonate. Ja, ja. Wie ist das? Zum Roulette mit Caroline? Ich habe noch nie in meinem Leben gespielt. Nie. Weil ich kann das überhaupt nicht merken, um was es da geht. Ich denke schon mal was anderes. Ist das in Monte Carlo kein Glamour, kein Luxus, dass man irgendwie auf das Meer schaut? Nee, das schon, ja. Also ich bin da eigentlich in einer Einsiedelei. Ich kenne da nicht viele Leute. Ich ziehe mich zurück und arbeite da meistens und schreibe. Weil hier werde ich viel mehr unterbrochen. Von Familienangelegenheiten zum Beispiel. Ja, klar, ja. Mit Enkelchen und so weiter. Will ja auch mal den Opa sehen. Klar. Aber ist ja schön, ja? Das ist ja sozusagen die ganze Palette menschlichen Daseins. Wolfgang Job war für mich eine große Sache. Für mich genauso. Ja, ich habe mich lange darauf gefreut, das darf ich behalten. Ja, auf jeden Fall. Das behalte ich, meine Damen und Herren. Großartige Sache, Wolfgang Job. Ich möchte... Job, what about Adam? Wie geht's eigentlich Adam? Klingt eigentlich wie aus Bonanza, oder? Sag mal, Horst, was macht denn Adam? Er ist auf der Nordweide und parfümiert sich, Dad. Ich habe mich erotisch in Hochform gebracht, meine Damen und Herren, für meinen nächsten Gast. Denn sie ist mittlerweile eine liebe Freundin unseres sympathischen kleinen Familienprogramms. Hier aus Berlin, quasi um die Ecke zu Hause. Herzlich willkommen, Maruscha! Ja, du wohnst wirklich hier so um die Ecke? Ja. Was ist das? Eine Loft oder eine... Nee, keine Loft. Nee, also zu so viel hat es noch nicht gereicht. Ist das... Eine sehr schöne Altbauwohnung. Und da wohnst du ganz alleine? Ich habe aber, bevor wir anfangen, was ganz Tolles mitgebracht, damit die Leute was zu gucken haben. Weil ich dachte mir, du bist jetzt schon zu Besuch hier in unserer wundervollen Stadt Berlin. Und wir freuen uns sehr, dich da zu haben. Und ich dachte mir, ich bringe dir was ganz Trendy-mäßiges mit. Dann musst du nicht nach London und auch nicht nach Paris und so auch nicht nach Hippes. New York. Was ganz Oberbrett-Hippes. Und das ziehe ich dir jetzt auch mal an. Darf ich doch, oder? Ja, muss ich irgendwie Brille haben? Setz mal die Brille ab, ja. Ja. Können wir wieder aufsetzen? Nee, lass mal was. Hey! Sehr cool. Ich lass das an, oder? Cool. Ja. Drei.
Es hat auch für mich den Vorteil, dass ich einfach näher kommen kann, weißt du, so mit der Begründung, ich sehe ja sonst nichts. Ja, genau. Ja. Er ist super kurzsichtig. Ich bin wirklich minus 5,7. Riechst du das an mir, dieses All About, What About Eve von Job? Mhm. Wie gefällt es dir? Limonig, oder? Es ist limonig, es ist Lemon. Mhm. Es ist overexposed fast. Aber ich glaube, du hast noch was anderes. Du hast noch was anderes, oder? Ich habe noch was anderes. Du riechst noch was anderes? Was du noch riechst, ist, glaube ich, mein Nivea-Roller. Den habe ich auch zu Hause. Ja, hast du auch? Also Nivea für 2,48 bei DM Drogerie. Aldi. Ja. Aldi. Du holst ihn mal Aldi. Oder Aldi? Ich weiß es nicht. Hast du dieses Foto hier gesehen? Schau mal von diesen beiden Models von Jo. Ich finde, wir könnten das auch mal machen mit uns beiden. Ja, das finde ich auch. Guck. Gerade jetzt, wo du so schick aussiehst jetzt, mit deinen Flügeln. Jetzt sehe ich auch cool genug aus. Ja. Genau. So, du siehst, du machst es genauso wie die junge Dame hier bei dem Herrn. Das hier, wir beide. Ja. Und 1, 2, 3. Hey, schon fertig! Aber es steht ja echt super gut. Findest du? Ja. Also leider ist dein Kopf ein bisschen zu groß. Ich kann es nicht zumachen. Es gehört eigentlich geschlossen. Wie, mein Kopf ist zu groß? Er ist zu groß geworden. Bist zu groß geworden? Ja. Was soll das heißen? Ich weiß nicht. Vielleicht ist es die Hitze hier. Hast du das Gefühl, dass mein Dehnt Kopf... Dehnt sich ja aus. Ne, sehe ich aufgedunsen aus? Nee. Das ist allerbestes aus. Wie denn? Ja, irgendwie komm, ist so jetzt mal ehrlich, geworden. Der Kopf ist so groß geworden, er war nie kleiner. Er war nie kleiner. Du hast nur diese Mütze nicht in der passenden Größe das gekriegt. Ist genau, ja? Stimmt. Und jetzt schiebst du es auf meinen Kopf. Ja. Das verletzt mich, aber weil du es bist. Ja, Baby. Marusha. Hey. Okay. Lass mich mal was Hartes fragen, wie war dein Urlaub? Ich habe keinen Urlaub gemacht. Du hast keinen Urlaub gemacht? Bei mir gibt es eigentlich nur so einen Jahrestrip irgendwie. Ich bin viel unterwegs. Ich komme ja aus Ungarn übrigens. Aus Ungarn? Das war sehr schön, ja. Wo warst du, Mädel? Ich war beim Plattensee gewesen. An und Balaton? In Budapest. Ja. Buda und Pest. Zwei schöne Stadtteile. Mhm, genau. Und dazwischen Wasser. Und ich gut viel geschwommen und ja viel Sport gemacht und ein bisschen aufgelegt für Fische. Richtig rave. Nee, also Club, ich spiele ja viel in Clubs jetzt. Ach so. Also so dieses ganze Rave-Thema ist ja gegessen und ja, es hat genau sich jetzt zurück etabliert in Clubs und es war ganz nett, viele nette, schöne Ungarn. Tolle Frauen gibt es da übrigens, schöne Männer. Also, das muss man sagen, Ungarn. Also wenn es schon um Models geht, ja, weißt du, also unglaublich Ost gut aussehende Menschen, ich war auch ja mal da. Ja, Wahnsinn. Und heißt du da irgendwie DJ ja, Paprika oder was? Oder auch Marusha? Ja, so Marusha eher. Vielleicht Marushka heißt es ja Paprika auf Ungarn. Nein, aber Marushka, das klingt ja fast wie Marischka. Das ist ja für die Ungarn irgendwie so was Vertrautes. Ja, das kann sein. Deswegen wahrscheinlich ja auch diese Zuneigung mir gegenüber. Und ist es richtig, du hast auch auf Mallorca aufgelegt? Ja, da bin ich ganz oft, gerade in der Sommersaison. Also wo das denn ist da das zweite Deutschland, Mallorca. Ja. Ne? Na, wo schon? In Arenal, ne? Ist das wahr? Ja, also ich muss sagen, es ist natürlich nicht so ein Publikum, wie man es so aus Funk und Fernsehen kennt, so ja mit den gestreiften T-Shirts und Hosen und dann so Oberbayern, Oberbayern. Solche stehen bei mir nicht, weil da würde ich nicht auflegen. Das sind also ganz coole, nette, süße Raver aus ganz Deutschland. Das ist immer ganz witzig, weil wenn ich da bin, dann sind da auch Leute, die sonst mich besuchen, wenn ich in Deutschland spiele. Und das ist echt so Family in the House und das macht schon Spaß. Fahre ich jetzt am Donnerstag wieder hin. Wieder? Mhm. Und ich habe schon Senatorkarte bei Lufthansa. Senatorkarte? Mhm. Das heißt, du darfst in diese Lounges rein, in diese Aufenthaltsräume? Ich darf im Cockpit schon landen. Das darf man da? Ja, ich darf's. Wieder, da holen dich die Piloten nach vorne? Ja, da holen mich die Piloten nach vorne und ja, dann gibt's so einen kleinen Smalltalk da vorne. Ja, und hörst die du? Die machen ja nichts mehr nach hast vorne. Du? Nee, das ist also ich meine, die ja machen schon, um Gottes aber Willen, meine, aber... Ja. Ja, du fliegst Charter. Ich sag dir, wenn man, ich flieg auch mal Charter. Also ja, ich habe da überhaupt nichts dagegen. Also ich mag gerne auch in der Economy sitzen. Sitze ich auch zumeist, weil die Veranstalter zahlen natürlich dann eher die Cheap Flights. Und es ist schon witzig, wenn alle klatschen. Ich frage mich immer, warum klatschen sie. Aber das ist immer noch sehr trendy, glaube ich. Absolutely. Mhm. Hörst du dann auch manchmal den Funk mit, wenn die spanischen Fluglotsen ja, Spanisch reden untereinander? Ja, ne, weißt du, eine ganz lustige Story. Ich bin neulich geflogen, in Brüssel war. Ich habe die ganze Crew, vielleicht darf ich das jetzt gar nicht sagen, vielleicht guckt der Oberboss von Lufthansa zu. Ich jeden den Abend? Piloten, den Co-Piloten und ja die ganze Crew, die ganzen Mädels, die waren alle so in meinem Alter eingeladen. Die waren dann zum Abtanzen in Brüssel im Fuse Club. Und es war wirklich sehr witzig, weil irgendwie um 3 Uhr morgens habe ich die alle noch gesichtet und gesagt irgendwie, hey, ich lege noch eine Stunde auf, lass uns was trinken gleich. Dann kam der Kapitän an und meinte zu mir, unser Flieger geht in 3 Stunden. Sag ich, was? Weißt du so? Und ich, naja, das kann ich nicht beantworten. Und außerdem haben wir eine Stewardess verloren, die müssen wir jetzt suchen. Hey! Und dann meinte ich, naja, die Belgier also wieder mal gut aber Gas gegeben. Das ist doch sicher dann noch alles gut gegangen. Und eine einmalige Ausnahme, glauben ja Sie, dass unsere einmalig Lufthansa zugedröhnt startet? Nein! Oh, das wird viele Posts geben, Marusha. Nee, aber eine
eine ganz witzige Story war noch. Ich bin aus Hamburg geflogen, also mit so einer Propellermaschine, auch Lufthansa irgendwie. Und dann beim Landen kam irgendwie vorher der Kapitän zu mir und meinte, magst du nicht mal mit landen vorne im Cockpit? Dann sage ich, ja, habe ich zwar es neulich gemacht, aber gerne. Und war dann vorne mit drin und kriegte den Kopfhörer auf. Und dann meinte ich so, sagte so, guck mal, das ist jetzt so die imaginäre Verlängerung der Landebahn. Ja. Und dann habe ich das so gesehen und sage ich, ach, das ist ja blöd irgendwie. Wir sind tags geflogen und man sieht ja gar nicht diese ganze Lichter-Action, ja? Ja. Weil ich bin nachts mal mit vorne gelandet und da war totale Lichter-Action. Ja. Irgendwie so voll schon Club-Atmosphäre, ja? Ja, das sind meistens... sagt er, kein Problem. Das sind alles Wohnhäuser. Hey, ich sag's dir, genau. Sagt da kein Problem, das check ich sofort aus für dich. Irgendwie ruft dann so per Funk runter irgendwie, hey, Gabi, irgendwie, kannst du mal ganz kurz, wir haben hier irgendwie jemanden, einen guten Gast irgendwie vorne mit grünen Augenbrauen und er möchte irgendwie jetzt so das volle Programm. Was willst du denn für Lichter, sagt er erst. Sag ich, ja, wenn dann das volle Programm. Sagt er, okay, das volle Programm. Dann sagt sie, okay, in einer Sekunde. Und dann gingen so irgendwie die ganzen Lichter an. Es gibt so, also irgendwie so diese, dass sie die Landebahn sehen bei Nebel. Oder in etwa, was soll ich nicht so festlegen da? Ja, aber das ist, genau. Ja. Auch Lufthansa. Senator Lounge Karte. Ja, ich glaube, ich bin da langsam schon das Nesthäkchen, weil ich werde auch immer so richtig gut verwöhnt. Nee, das muss man aber wirklich sagen. Und, ja, jetzt haben wir genug Werbung gemacht für den tollen. Nein, warum soll man nicht mal was Positives sagen in Zeiten, wo alles nur runtergezogen wird? Ich wollte eigentlich auch so einen Bären mitbringen. Die haben nämlich einen ganz süßen Bären im Programm, aber der war leider ausverkauft. Dann dachte ich mir, nee, ich bringe da irgendwie was aus Berlin mit. Aber du hast ja deine Platte mitgebracht und ich darf sie nachher ran, weil ich ohne Brille. Marusha, my best friend. Ja. Ja? Ist das die Platte? Das ist eine Single, ja. Eine Single? Ja. Eine Single. Und da kommt auch bald eine LP raus? Nein, das heißt heute CD. Ja, nee, ist doch bestimmt schon. Das ist, ist so ein Album halt, ne, wo mehrere Stücke drauf sind im Oktober dann. Was ist eigentlich auf. Ich kann das ohne Brille nicht lesen. Was steht auf diesen Karten? Warte, lass mich die Brille wechseln. Verabschiedung, Gast bleibt. Verabschiedung, Gast bleibt. Kalb Pflaume. Ah ja, lass es uns spontan machen. Hier ist schon die Verabschiedung. Lass es uns spontan machen. Nein! Lass uns spontan. Wollen wir uns mal über den Bioladen unterhalten, dachte ich. Ja, weißt du, wann wir das machen? Wenn du das nächste Mal kommst. Du hast jetzt so viel Werbung für Lufthansa gemacht. Stimmt eigentlich. Jetzt müsst ihr echt alles. Das ist eine tolle Sache. Dann bist du das ganze nächste Jahr gratis unterwegs. Zu Recht. Ich bin hier sowieso meine Meilen abtragen. Morgen Abend, meine Damen und Herren, zwei fabelhafte Gäste. Ich sage nur, der deutsche George Clooney mit neuem Haarschnitt Kai Pflaume und mein Lieblingsschauspieler Jürgen Vogel. Und das hier war Lufthansa, Senator-Kartbesitzerin Marusha.